Frankfurter Stumpe. Willkommen bei der Frankfurter Stumpe. Heute mit dabei der Olli. Hallo. Und der Michael. Hallo. Und ich bin der Andi. Michael. Ja, bitte. Sag mal, was rauchen wir heute eigentlich? Wir rauchen was Feines vom Oliver. Rafael González Edition Regionales Alemania von 2013. Eine Petite Pyramides. Ja. Also wirklich alt. 9 Jahre alt oder so ungefähr. Und das merkt man hier auch an. Finde ich auch. Ja. Wo hast du denn die her, Olli? Ja, die liegt seit, was haben wir jetzt, 2022, seit guten 6 Jahren bei mir im Ruino. So, die habe ich mir mal so auf gut Glück gekauft und habe mir mal sagen lassen, die sind super geil. Damals waren die auch relativ erschwinglich, gell? Ja, für 9,90 Euro pro Stück, eine 10er-Kiste, keine 100 Euro. Und das war trotzdem Boxday 2013, oder Boxday 2013, okay. Ja. Ja, aber ich muss sagen, auch wenn sie schon 9 Jahre liegt, gehört super zu, brennt gut. Die schmeckt super. Und hat so typisch alt. Die hat so eine florale alte Note. Ich weiß, ich kann es nicht beschreiben. Also ich finde die komplett untypisch für Kuba gerade. Also da habe ich gar keinen Klassik-Kuba irgendwie. Aber ich finde die relativ typisch für Rafael González. Okay, ja, gut, kenne ich nicht so. Süß, gibt es auch kaum mehr. Also ja. Ich glaube überhaupt gibt es, ich glaube die haben noch drei Vitolas überhaupt im Angebot und eine davon ist überhaupt nur noch lieferbar. Irgendwie, aber das ist ja eine von den ganzen wilden Kubanern. Mhm. Irgendwie wohl, relativ alte Marke. Ja, auch irgendwo 19. Jahrhundert oder so gegründet. Der gute alte Zino hat immer sehr lobend erwähnt. Okay. Dazu irgendwann kurz davor gestorben ist. Glaube ich, hat er gesagt, eine Rafael González gehört zu jedem ernsthaften Kuba-Sammler. Gehört eigentlich in jeden Humidor rein. Okay. Aber die war auch mal richtig groß. So Rafael González war mal eine richtig große Marke. Ja. So viel, wie viele andere auch, so die dann so bis sie hinter den Monte Cristos, Romeo, Julietas, Cohiba so bis sie verschwunden ist. Ja, aber die war mal, vor 30, 40 Jahren war die mal so richtig angesagt. Okay. Aber hat sich auch so bis sie die Vorliebe an, was die Größe und die Geschmäcker angeht, so ein bisschen geändert. Ja gut, so relativ obwohl klein. Obwohl ich dieses Format super geil finde. Ja, du, das ist so ein schöner. Kann man wegsnacken. Daily Smoke, ja, einfach mal. Ja. Ja. Sehr okay. Süß. Also ich habe so eine gewisse Süße, süßes Gras, so ganz komisch im Mund. Kannst du schlecht definieren. Das ist aber auch so Rafael González, so floral Honig. Das Florale ist echt so ein bisschen so wie so ein Motten-Ding. Also Klostein. So, ja, so, also es geht wirklich in so eine sehr spezielle Richtung, finde ich. Mhm. Aber schön, das Motto hört sich jetzt so ein bisschen negativ an. Ja, das ist gar nicht ich so. Ich finde die... Ich finde die relativ schmackhaft, muss ich sagen. Ja. Jo. Also auf jeden Fall außergewöhnlich. Ja. Schön, dass du die ausgegraben hast. Ja. Gerne. Sehr gut. Ja. Ich glaube auch eine exklusive Alemannia würden wir heutzutage nicht mehr für 9 Euro bekommen. Nee. Selbst in dieser Größe nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ich 15, 16 Euro wirst du hinlegen müssen. Bestimmt, Minimum, wenn nicht noch mehr, je nachdem, was du da hast. Ja, glaube ich auch. Würde ich auch schätzen. Ja. Na gut, genießen wir es ja, gell? Ja. Wie viel hast du davon noch, Olli? Wie viel 100? Ich nur noch 5 Stück. 5 Stück? Hast du eine Kiste gehabt? Eine Kiste hatte ich gehabt, ja. Drei rauchen wir jetzt. 2 habe ich verschenkt, jetzt habe ich noch 5. Aufheben. Für schöne Stunden. Ja. Na gut, aber da macht es natürlich auch so... Die lange Lagerung, glaube ich. Ich weiß halt nicht, wie die frisch geschmeckt hat. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass ich die damals geraucht habe. So, ich kann mich aber überhaupt gar nicht mehr daran erinnern. Ich wüsste es auch nicht. Ja. Aber die ist gut. Ja, aber dann merkt man das Alter an. Total. Ich. Also, ja, genau. Selbst wenn man sie frisch nicht geraucht hat, merkt man auf jeden Fall, die hat lang gelagert, ja. Habt ihr am Wochenende den politischen Eklat in Indien mitbekommen? In Indien? Also, den wir Deutsche in Indien verursacht haben, mit dem Marineinspektor. Achso, mit dem nur so oberflächlich. Ja. Leute. War schon krass, gell? Mhm. Was hatten die eigentlich jetzt genau gemacht? Also erstmal, die waren ja mit einer Fregatte
generell da im Indopazifischen Ozean unterwegs, schon die letzten Monate, um da so ein bisschen, wie sagt man, Präsenz zu zeigen. Ja? Und die haben die überall angehalten, hier in Singapur und bei Hinz und Kunz. Um so ein bisschen, also vielleicht nicht schön Wetter, aber zu sagen, ey, guck mal, wir sind da, ja, wenn es hier Action gibt, so mäßig. Und er war am Wochenende in Neu-Delhi bei so einem Empfang von so einem militärischen Wirtschaftsausschuss, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, und war da zu so einem Empfang geladen und hat da ein paar Statements abgegeben. Und da fand ich schon eigentlich die erste Dummheit, also es hat ja jemand aufgenommen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es geplant war, dass es aufgenommen wird oder nicht, aber es ist auf jeden Fall direkt viral gegangen danach. Es war ja, so ein Think Tank, glaube genau. ich, mäßig. Ja. Da wird es, glaube ich, in der Regel eher nicht aufgenommen. Hätte ich mal getippt. Hätte ich auch getippt, aber ja. Gut. Aber es wurde aufgenommen. Ja. Ja. Gut, ich denke, damit muss man auch irgendwie rechnen. Heutzutage, ja. Wenn man irgendwo offiziell so ist. Und also da fand ich schon die erste... eigentlich, der Typ ist ja relativ erfahren, gell? Und stand eigentlich auch hoch im Kurs. Ja. Und also das, eigentlich das erste Dumme, was er gemacht hat, war zu gesagt, ja, er will jetzt ein, zwei Sachen sagen, aber da sind ja teilweise auch persönliche Erfahrungen mit drin und eigene Meinung. Dann haben wir gesagt, ey, sowas machst du nicht. Wenn du zu einem Empfang geladen bist und du erscheinst da mit Uniform, mit deinem Titel und so weiter, ist egal, was du sagst, du repräsentierst immer die Marine in dem Fall und du repräsentierst immer die Bundesrepublik Deutschland in dem Fall. Aber wie, da frage ich mich tatsächlich, wie das in der Praxis läuft, weil das heißt ja eigentlich, also das ist jetzt eigentlich das absolut falsche Wort, aber es das heißt ja eigentlich Gleichschaltung. Das heißt, die Leute müssen genau die Meinung oder den Standpunkt von der Bundesrepublik irgendwie vertreten. Ja, genau. Wer teilt denen den Standpunkt mit, den Offiziellen? Weil klar, wir bilden uns jetzt so ungefähr unsere Meinung durch irgendwelche Medien und sonst irgendwas, aber kriegen die jeweils ein Briefing davor von der obersten Stelle, der dann sagt, ey, wenn du da und da redest, sagst du bitte genau das und das? Nein, das oder bilden die sich ihre Meinung auch irgendwie zu teilen selbst und was so kommuniziert wird und sonst was? Oder wie funktioniert das in der Praxis? Nee, du kriegst ja nicht, also kriegst ja nicht den Wortlaut vorgeschrieben. Ja, das ist schon klar. So, aber ich meine, die generelle, und ich glaube, es ging auch nicht darum, dass da die Worte auf die Goldwaage gelegt worden sind, so mäßig, oh, ich habe jetzt ein falsches Wort gewählt und deswegen werde ich jetzt hier geroastet. Das war ja mehr so, im Prinzip, was er ja gesagt hat. Mhm. Ja, und dass ich jetzt noch den genauen Wortlaut mir ins Gedächtnis rufen kann, war ja eigentlich, also Punkt 1 hat er gesagt, guck mal, die Ukraine ist weg. Russland hat die. Die kommt nicht mehr wieder. Die Krim, das gehört also Russland. Nicht Ukraine, sondern fertig. Krim, ja, genau. Ja, Punkt 1, das kannst du nicht sagen. Ja. Dann sagt er ja, ey, und hier unser Kurs mit Putin, der ist sowieso falsch, der will ja eigentlich nur Respekt haben, wir sollten ihm Respekt zeigen, das ist relativ einfach. Ja. So, und selbst ohne, dass du das jetzt gesagt bekommst, das ist einfach so ein Statement, wo ich sage, okay, Mann, das kannst du nicht bringen, weil es ist eindeutig, dass das gerade nicht der Kurs von Deutschland ist. Ja. So mäßig, ja, komm, wir geben dem die Krim einfach, ja, und wir zollen dem ein bisschen Respekt, das ist ja komplett das Gegenteil von dem, was gerade gemacht wird. Wobei er das nicht gesagt hat. Ich fand das relativ erfrischend, muss ich sagen, was der gesagt hat. Nicht, darum dass ich nicht, die Meinung teile, sondern auch, weil ich nicht weiß, was hinter den Kulissen so passiert und so weiter. Grundsätzlich so dieses Thema, so die NATO rückt immer weiter Richtung Russland und so weiter, das ist ja, glaube ich, klar, ne? Und so. Und klar, dass Putin da auch ein bisschen durchdreht und so, das kann ich sogar echt nachvollziehen. Nicht jetzt die kriegerischen Aktionen und so, klar, das ist natürlich immer nicht förderlich für irgendwas, aber ich meine, was worauf er sich ja berufen hat, hauptsächlich war ja letztendlich, dass wir alle Christen sind. Und wir als Christen uns mit den Russen verbünden müssen, auch wenn Putin irgendwie Atheist ist oder sonst irgendwie, und aber trotzdem da ja viele fundamentale Christen irgendwie auch leben, und wir zusammen Europa, Deutschland mit Russland gegen China sein müssen. Das war ja das Hauptstatement von ihm irgendwie so hart. So habe ich das zumindest rausgehört. Das mit China war noch ein weiteres Statement? Genau, aber das andere war ja so ein bisschen, der hat ja nicht gesagt, die Krim ist weg und wir sollen sie, also oder wir sollen sie Putin überlassen oder so. Und es war ja so ein bisschen eher, kam es mir vor, so, ja, das ist halt die Faktenlage gerade, ne? Du bist in so einem Think Tank irgendwie, was jetzt keine offizielle Kapazität irgendwie ist, wo du eine Pressekonferenz hältst oder so, sondern du redest halt praktisch hinter verschlossenen Türen und sagst, ey Leute, das sind die Fakten gerade, ne? Im Endeffekt, was wollt ihr machen? Also die Krim ist weg, offensichtlich, also, ne?
Das ist natürlich nicht die offizielle Darstellung der Bundesrepublik, und so, aber es ist anscheinend so. Und es ist ja auch anscheinend so, dass Putin irgendwie Respekt einfordert in irgendeiner Art und Weise. So. Ja. Punkt. Also ich habe jetzt gerade nochmal sein Originalstatement rausgesucht. Das war, die Krim ist weg, sie wird nicht zurückkommen. Hat er so gesagt. Ja. Okay, ja. Daraufhin wurde natürlich direkt in der Ukraine der deutsche Botschafter einbestellt. Ja, das ist klar, wenn das geleakt wird. Ja. Aber das ist hinter verschlossenen Türen. Da würde ich ja sogar sagen, dass die Baerbock und so weiter sich denkt, was sollen wir jetzt noch machen? Darum geht es auch nicht. Aber es war ja halt kein offizieller Auftrag, das meine ich. Es war ja keine Presse, es war ja nichts Offizielles. Es ist halt geleakt worden. Es ist so, wie wenn hinter verschlossenen Türen im Verteidigungsministerium irgendjemand mitschneidet und dann sagt, hier, guck mal, was die hinter... Ja, das glaube ich, aber ich glaube, es hat eine andere Gewichtung, wie wenn ich jetzt als Marineinspekteur mit drei anderen Admirälen zusammensitze bei einem Kaffee und sage, ey, guck mal, wir wissen doch alle, wie es läuft. So und so ist passiert. Okay? Das hat für mich eine Gewichtung, wie als wenn du, der ist ja jetzt nicht bei diesem indischen Think Tank als Privatmann eingeladen worden. Verstehst du? So, ja, der ist halt in Form des Marineinspekteurs da. Und das sind nicht seine Buddies, die da sitzen, mit denen er irgendwas diskutiert. Ist halt so. Die Frage, was das wirklich für eine Funktion hatte, dieses Treffen. Ne? Ja, also im Prinzip ist es ja Networking. Sagen wir es mal neu, das ist ja Networking. Ja, aber er geht ja trotzdem in seiner Position dahin. Ja, und das geht wenn ich auch mit Fremden rede, ja, mit Leuten, die ich im Prinzip nicht kenne, bin ich immer erstmal vorsichtig. Ja? Also das war auf jeden Fall im besten aller, wenn man es selbst sehr, sehr, ich sage erstmal, für ihn auslegen möchte, war es unüberlegt, sowas irgendwo zu tun, wo ich nicht genau weiß, wer was sagt, liegt, mit aufnimmt oder wie auch immer. Da muss man einfach schlauer sein, finde ich. Ja. Ja, da muss man einfach ein bisschen gewiefter sein. Und der Typ ist halt Marineinspekteur. Das ist jetzt nicht irgendein Fregattenkapitän oder sonst irgendwas. Der Typ ist einfach die höchste Instanz in der Marine. Ja, so, da muss man einfach ein bisschen... Ja. Da ist halt auch viel Politik mit dabei. Ja, ist so. Sonst wärst du kein Marineinspekteur. Ja. Ja. Und das war einfach dumm. Ja. Das ist halt AD. Ja gut, hat er direkt seinen Hut genommen. Gell? So, gut... Bin ich auch jetzt nicht immer ein großer Freund von, gell? Das ist ja immer so, ja, man muss seine Konsequenzen ziehen und ich übernehme die Verantwortung. Das wäre jetzt für mich so persönlich kein Grund gewesen zu sagen, weil der Typ hat ja vorher eigentlich ordentliche Arbeit geleistet, so wie man das so nachvollziehen kann, zu sagen, okay, guck mal, jetzt habe ich mir einen Patzer geleistet, aber war halt so, ist jetzt nichts Schlimmes passiert, außer dass ich die Ukraine mal unseren Botschafter einbestellt hat und einen Shitstorm gegeben hat. So what? Ich fände es dann immer besser, wenn die Leute trotzdem im Amt bleiben und dann halt weiter ihr Bestes geben, anstatt es einfach auszutauschen. Ja, finde ich auch. Sowas. Aber gut, man kann das verstehen irgendwie. Ja. Gell? Ich weiß jetzt auch nicht, ob es von ihm selber gekommen ist oder ob das quasi dann an ihn herangetragen worden ist. Ja. So, es wäre jetzt besser, wenn du mal deinen Hut nimmst. Keine Ahnung. Es wurde ihm wohl irgendwie Zeit gegeben, um zu dieser Entscheidung zu kommen, so wie ich das gelesen habe. Du warst bis morgen Zeit. So, ja. Ansonsten wäre es wohl, wäre er wohl auch entlassen worden, so wie ich das... mitbekommen habe. Okay. Das bin ich überzogen. Ja. Ja, ich kann verstehen, irgendwie aus Sicht vom, weiß gar nicht, Bundesverteidigungsministerium. Verteidigungsministerium ist dann, ne? Ja. Kann ich es nachvollziehen, wenn dann zum Beispiel Ukraine irgendwie da natürlich eine Botschaft einbestellt. Und natürlich ist es auch ein Signal an Putin. Ja. Im Sinne von, okay, aber guck mal, eigentlich. Die sind guck sich mal, eh nicht einig. Sie sind sich eh nicht einig oder hinter verschlossenen Türen wissen sie eh, dass es weg ist und machen eh nichts und so. Das ist natürlich schon scheiße, ne? Wenn du ein anderes Ziel eigentlich hast. Ja. Was ich aber auch wiederum der Bundesrepublik Deutschland und der NATO nicht zutraue, dass sie wirklich ein anderes Ziel haben. Ich habe nicht das Gefühl, dass das zielgerichtet gerade ist, alles. So im Sinne von, die Krim soll wieder zurück in 5 Jahren oder so. Das ist doch alles nur bla bla. Glaube ich. Aber ich kann schon verstehen, dass dann das Verteidigungsministerium ein Zeichen setzt und sagt, ey, guck mal, der muss jetzt weg, weil das ist nicht unser Standpunkt. Ja. Okay, fertig. Aber so grundsätzlich, wenn der dann sagt, ja, das war unbedacht von mir und zwar ein großer Fehler, das finde ich immer komisch. Mhm. Weil also unbedacht? Unbedacht, okay. Ja, es war unbedacht. Es war unbedacht, ja. Unbedacht ist okay, aber das immer dann gleich so als Fehler und hin und her, finde ich auch so ein bisschen... Ja, stehe halt dazu. Aber ich glaube so, weißt du, so ein Marineinspekteur oder auch jeder andere in einem hohen Rang und im hohen Amt, egal ob es Militär ist oder Politik, man, die sind ja alle in dieser Position, weil sie sich genau dahin gewurschtelt haben. Dahin kommst du ja nicht, weil du immer dein Mann stehst
und immer für deine Überzeugung gerade stehst, dann kommst du, weil so busy das Fähnchen im Wind bist, gell, immer so, wie es gerade geht und nicht trotzdem, jetzt gerade beim Militär, nicht trotzdem dastehst wie so eine, wie so ein Wackelpüppchen, gell, aber trotzdem immer konform gehst mit dem, was halt gerade liegt. Ansonsten würdest du da nicht landen. Mhm. Gell? Weil ich glaube, wenn du jetzt so ein eisenharter Typ bist, der einfach, okay, meine Einstellung ist halt so und so und bei der bleibe ich, egal was geht, ich glaube, damit kommst du nicht weit. Stimmt. Also ich glaube, du hast genug davon im Militär, aber das sind halt alles dann Leute, die haben halt keine offiziellen Funktionen, sage ich jetzt mal, in irgendeiner Form, um etwas zu repräsentieren. Gell? Die sind dann vielleicht Bataillonskommandeur oder, weißt du, hast garantiert Zehntausende von Feldwebeln, Unteroffizieren und so weiter, die das so sehen, aber die schickst du halt nirgendwo hin, um, um zu repräsentieren. Ja, da brauchst du halt einen Diplomaten, so ein bisschen. Ja. Die Funktion hat er scheinbar nicht so richtig geil ausgefüllt. Ja. Irgendwie. Ja, klar. Ja. Ja, aber grundsätzlich irgendwie so dieser ganze Kurs, oder? Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde das alles eine Vollkatastrophe, was so. Ich auch. Der Punkt ist natürlich auch, weil du jetzt gesagt hast, mit. Du hast nicht das Gefühl, dass die NATO oder die Bundesrepublik Deutschland da jetzt einen einheitlichen Kurs verfolgt. Ich finde es auch schwierig, weißt du, weil ich glaube, es wäre was anderes, wenn das jetzt mit dem NATO-Mitgliedstaat passiert wäre. Ja. Aber so, Ukraine ist halt kein NATO-Mitglied. Ja. Ja. Gut, das ist jetzt hier so die Grenzregion, gell, zwischen NATO und, ich hätte fast gesagt, Warschauer Pakt und Russland so ein bisschen. Gell. Klar, ist umstritten so irgendwie und klar, es ist auch nicht geil, dass hier die Krim annektiert wird irgendwie. Aber im Prinzip, sage ich dir ganz ehrlich, das hat so für mich so ein bisschen den Flair, wie in Afghanistan drehen halt gerade die Taliban durch. Mhm. Ja, so. Und dann sage ich, boah, richtig scheiße. So, aber was genau haben wir damit jetzt zu tun? Weißt du? Oder in irgendeinem ostafrikanischen Staat findet gerade wieder ein Bürgerkrieg statt. So. Oder in irgendeinem asiatischen Kleinstadt passiert ja dauernd, so, ja, jo, richtig scheiße, so, okay, was, wo ist genau, wo ist unser Business? Ja, gut. Da jetzt so richtig? Ukraine tangiert uns natürlich, weil es sehr nah ist, im Vergleich zu anderen. Das Einzige, was ich so, ja. Und, ja, das, und wir anscheinend irgendwie alle möglichen Interessen haben, sei es jetzt noch Gaslieferung oder was auch immer, irgendwie scheinen wir ein großes Interesse zu haben an der Ukraine auch. Ja. Gut, aber dafür haben wir Nord Stream 2, gell? Dass die uns beliefert. Ja. Von Russland aus. Ja. 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 Das ist doch so ein doppelgesichtiger Move, gell? Mhm. So, einerseits arbeiten wir an der Nord Stream 2. Ja? Ich meine, die ist ja fertig, es muss ja nur noch irgendwie genehmigt werden. Da hängt ja in irgendwelchen bürokratischen Scheiß, gell? Und natürlich gleichzeitig moniert die Ukraine, dass die natürlich ein bisschen überflüssig dann werden, weil ja vorher quasi die Scheiße durch ihr Land transportiert worden ist. Und klar, die sehen so ihre Fälle davon schwimmen, gell? Genau. Jetzt haben wir jetzt der Nord Stream 2, die brauchen uns eigentlich gar nicht mehr, gell? Dann ist das Interesse an unserem Land noch geringer, wie es ohnehin schon war. Ist natürlich scheiße für die. Klar. Ja, verstehe ich auch. Ja, klar. So, aber jo. So was, also. So what? Ja. Ja, ich finde es ein schwieriges Thema. So. Also, weil ich so das Gefühl habe, ob man sich insgesamt so wirklich einen Gefallen damit getan hat oder tut. Russland so, also es kommt ja nicht von ungefähr irgendwie, ne, diese ganzen Aktionen von Russland, ohne dass ich das jetzt irgendwie in Schutz nehmen wollen würde oder so, aber es ist ja schon so, dass der Westen das gut ausgenutzt hat einfach nach 89, ja, 90. Ja, ne? Und die Osterweiterung einfach so weit vorangetrieben hat, wie es nie gedacht war und so weiter. Wie es auch nie versprochen, wie es auch nie abgemacht wurde. Genau, es war versprochen, dass es nicht passiert. Putin sagt ja zu Recht, dass er, ey, guck mal, wir haben doch was anderes ausgemacht. Genau. Ja, ihr habt doch nie gesagt, dass hier Polen und dies und das so, war doch nie abgemacht. Genau. Ja? Stimmt, es war nie abgemacht. Ja? Und wir haben es trotzdem gemacht. Genau. Also mit wir sage ich jetzt NATO. Genau, und dass Obama dann Russland als kleine Regionalmacht bezeichnet, so hilft bestimmt auch nicht. Nein. Und es hilft aber meiner Meinung nach auch überhaupt nicht, diese ganzen Wirtschaftssanktionen. Vielleicht gegen irgendwelche Oligarchen, keine Ahnung, ist mir egal. Aber so grundsätzlich war ja das, die Errungenschaft eigentlich von Globalisierung ist ja irgendwie, dass die Staaten zusammen, wirtschaftlich zusammenarbeiten und mittlerweile dann so vernetzt und abhängig voneinander sind, dass Kriege immer unwahrscheinlicher werden. Mhm. Weil sie sich alle gegenseitig nur noch schaden würden. Ja. Wenn du jetzt diesen Faktor komplett rausnimmst und sagst, Nord Stream 2 wird nicht fertiggestellt, wir haben noch mehr Sanktionen, wir nehmen Russland aus SWIFT raus und so weiter,
ey, das eskaliert immer weiter und bringt niemandem was, meiner Meinung nach. Und deswegen kann ich diese, dieses Larifari irgendwie von NATO, Deutschland und sonst was überhaupt nicht nachvollziehen. Auf der einen Seite kein klares Statement zu setzen, auf der anderen Seite dann mit irgendwelchen Wirtschaftssanktionen zu drohen und zu machen. Was soll das alles bringen? Wo soll das hinführen? Ja. Das kann ich irgendwie nicht, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also. Ja. Weil den Putin wirst du nicht umstimmen damit. Ach, das war lächerlich. Das war total lächerlich. Also ich meine, man muss natürlich ehrlicherweise sagen, die Wirtschaftssanktionen, die tun natürlich schon weh. Ja klar. Ja? Die suchen sich dann aber dann irgendwie andere Märkte und sonst was. Ja, und ja. Klar, ich meine, das tut weh. Und ich glaube, so der offizielle Kurs natürlich auch, wenn man jetzt Thema Ukraine, Krim und Sanktionen eingeht. Ich meine, es ist höchst unwahrscheinlich, dass selbst wenn Putin morgen die Krim ganz offiziell militärisch einnimmt, niemand aus dem Westen wird dort militärisch eingreifen. Natürlich nicht. Ja? Auch nicht die Ukraine. Kann erlauben. Wenn er die Ukraine angreift, auch nicht. Nein, das wird niemand machen. Ja. Ja? Also A, es ist kein NATO-Mitgliedstaat, deswegen zählt auch Bündnistreue, sag ich jetzt mal, dann nicht. Ja? Ein Krieg will keiner mit Russland haben. Ja? Deswegen versucht man natürlich mit anderen Mitteln, in diesem Fall wirtschaftliche Sanktionen, zu sagen, ey, guck mal, mach das besser nicht. Weil wenn du das tust, passiert noch A, B, C weiter und es ist nicht gut für dich. Ja? So. Also ich sag mal, die Motivation dahinter kann ich schon verstehen. Warum wird das getan? Man könnte es aber auch andersrum sehen, oder? Man könnte auch vielleicht ab und an mal so ein paar Fehler selbst eingestehen und sagen, okay, es war halt nicht abgemacht, die Osterweiterung der NATO und so weiter. Vielleicht kann man wirklich da ja auch die andere Schiene fahren, ne? Irgendwie, um es deeskalieren zu lassen. In irgendeiner Art, oder keine Ahnung, vielleicht ist es auch schon viel zu weit getrieben, alles, dass es überhaupt nicht mehr möglich ist. Aber so. Ich habe halt nicht das Gefühl, dass jemand, egal ob es die USA sind, Deutschland oder die NATO, ein Ziel haben oder eine klare Vorstellung, wo soll es hingehen, was wird in 10 Jahren sein. Ich habe das Gefühl, es wird einfach nur noch reagiert. Ja. So, Punkt. Aber was soll das bringen? Aber es hat natürlich schon eine andere Qualität, ich habe schon gesagt, dass ich jetzt die Osterweiterung der NATO nicht für gut heiße, weil es einfach ein Wortbruch war. Genau. Ja. Ich finde trotzdem, es hat eine andere Qualität, dass wenn ein anderer souveräner Staat Mitglied der NATO wird, freiwillig, es hat eine andere Qualität, wie ich besetze ein anderes Land, ja, um das irgendwie zu sanktionieren. Weil im Endeffekt ist natürlich so die Motivation von Russland ist natürlich auch, okay, guck mal, ihr treibt hier eure Osterweiterung immer weiter voran. Ja. Und dazu muss man ja sagen, die Osterweiterung findet ja nicht dadurch statt, dass wir andere Länder gezwungen haben, Mitglied der NATO zu werden. Die sind ja freiwillig Mitglied der NATO geworden. Ja, klar. So. Und das sage ich nur auf eine andere Qualität, wie ich besetze die Ukraine. Ja. Das eine ist ein militärischer Akt. Ich falle in einen souveränen Staat ein. Ja. Das ist einfach ein Völkerrechtsbruch. Fertig. Und das andere ist, ein anderes Land tritt freiwillig der NATO bei. Ja. Das hat eine andere Qualität. Fertig. Da findet de facto findet in der Krim gerade ein Krieg statt. Mhm. Ja. Das ist was anderes, wie ein anderes Land tritt der NATO bei. So, rein so von der Faktenlage ist es einfach was anderes. Ja. Für die Menschen vor Ort und für das Land ist es was anderes. Ja. Für dieses globale, große Ding irgendwie, Osten gegen Westen, wenn man es so noch bezeichnen kann, ist es relativ ähnlich, glaube ich. Ob du nun irgendwelche Mittelstreckenraketen in der Ukraine oder sonst wo platzieren würdest, ne? Aber die Ukraine will es ja freiwillig, so, ne? Und die wollen es ja oder so, jetzt mal so als übertriebenes Beispiel. Ja. Ich glaube, das ist für Russland auch eine Riesengefahr, genauso wie andersrum für den Westen es eine Gefahr ist, wenn Russland immer weiter Richtung Westen marschiert oder so. Ne? Es ist irgendwie so, klar, für die Ukraine ist es so oder so richtig scheiße oder für ein souveränes Land und für die Leute und so. Ja, für die ganze Region, ich sag mal, oder für diesen ganzen Gürtel, der so zwischen Russland und der NATO steht, ist es scheiße, gell? Weil der geht natürlich allen der Arsch auf Grundeis. Ja. Ne? So ein bisschen. Ja, aber das ist natürlich. Ja, ist natürlich schwierig, gell? Ich meine, da gibt es jetzt keine. Wir haben das die letzten 30 Jahren vorangetrieben. So, ich glaube, es ist jetzt zu spät. Von wegen Deeskalation, was willst du machen? Klar, du könntest sagen, ja, das war ein Fehler. Ja. Würde aber keine eigentlich. Faktisch bringt es halt, also selbst wenn es die NATO sagen würde, ja, aber bringt halt nichts, weil
die Staaten sind nun mal jetzt Mitglied der NATO. Ja, das ja, wäre ja ein riesen diplomatischer Eklat, wenn du jetzt sagst, okay, ihr seid jetzt nicht mehr Mitglied der NATO, edgy badgy. Nee, darum geht es ja noch nicht mehr. Aber die NATO schließt ja auch nicht aus, dass weitere Staaten Mitglied werden können. Die sagen ja trotzdem, die Ukraine ist doch sogar, glaube ich, in diesem Prozess irgendwie, um NATO-Mitglied zu werden, und sind es halt noch nicht geworden und so weiter. Aber es ist ja nicht so, dass die NATO jetzt sagt, nee, wir haben jetzt zugesagt und jetzt gibt es keine weiteren Länder mehr, die... Nee. So, passiert ja auch nicht. Nein. Ne? Also... Nee. Und stell dir mal vor, bei den USA wäre es so. Stell dir mal vor, irgendwie Mexiko wäre auf einmal irgendwie von Russland dominiert oder sonst irgendwas. Glauben die, würden sich das gefallen lassen? Nein. Natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Wäre genau das Gleiche. Und dann wäre es kein Völkerbruch oder sonst irgendwas, ne, Völkerrechtsbruch, sondern Selbstverteidigung oder keine Ahnung. Also es ist halt immer, es ist halt immer so diese Doppelmoral. Ja. Und das, das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, von was sich Staaten, Bündnisse und Menschen so bedroht fühlen. Mhm. Ja? So, okay, wir sind jetzt halt hier in Deutschland. Ich, also ehrlich gesagt, ich fühle mich jetzt nicht gerade sonderlich bedroht von Russland. Ja? So, wenn ich jetzt hier so sitze und mir, oder weißt du, habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt morgen hier die Russen einfallen. Nicht akut, ne. So, das heißt, diese Gefahr sehe ich gerade irgendwie gar nicht. Gell? Mhm. Ich sehe eher die Gefahr von der Wirtschaftskrise aufgrund der ganzen Scheiße, die da passiert. Mhm. So. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt hier morgen die Sowjetflagge in Berlin gehisst wird. Ja? Nee, das nicht. So, ist natürlich, da wird natürlich, da wird ja auch viel mit Ängsten gespielt und Ängste geschürt und Leute aufgehetzt und intrigiert und so weiter. Das ist ja generell ein Scheißspiel. Ja, aber das, dieses Sicherheitsgefühl, was man hat, was du gerade ansprichst, ist meiner Meinung nach genau das, was ich vorhin gesagt habe, weil eben die Wirtschaft und so weiter so vernetzt ist, auch mit Russland und so weiter. Wenn das nicht wäre, wenn das noch so der Block wäre, hier Russland, Osten und so weiter, und es gibt kaum Kontakt und so weiter, ich glaube, dann wäre das Sicherheitsgefühl ganz anderes in Deutschland. Ja. Weil Deutschland ist auf jeden Fall eins der ersten Länder, was dem zum Opfer fallen würde, wenn es mal rund geht. Dann wieder die Angst, die du zum Kalten Krieg hattest. Ja, ja, klar. Aber also, ne? Wo du noch eingetrichtert kriegt hast, der böse Russe und der gute Ami. Mhm. Ja, also wird ja immer noch gesagt. Ja, so. Genau. Also das ist nicht mehr so kommuniziert wie zu Zeiten des Kalten Krieges, gell? Aber gut, das Feindbild im Osten hast du so immer noch in den Köpfen, gell? Wobei es jetzt, ich glaube, zunehmenderweise eher China ist, anstatt Russland so ein bisschen. Ja, aber switcht gerade, ja. So, das prinzipiell, so diese Gemengelage hast du ja immer noch. Ja? So. Das große Problem ist natürlich, dass wir das immer alles mit unseren Maßstäben messen, gell? So mit westlicher Demokratie und versuchen, das quasi in den Osten zu projizieren, um zu sagen, ja, guck mal, wir haben doch hier eine super funktionierende Demokratie und ist doch alles geil, warum ist das bei euch nicht so? Ja. Ja? Und dass da so ein bisschen das Verständnis fehlt, gell? Dass halt andere Länder, andere Regionen der Welt anders da funktionieren wie halt wir. Mhm. Und dass es Leuten schwerfällt, das zu akzeptieren. Ja? Ja. Klar, wir sagen jetzt so, oh, ist aber scheiße, dass jetzt in Russland irgendwelche Medien unterdrückt werden und Oppositionelle inhaftiert werden. Ja, stimmt, nach unserem Verständnis ist das richtig scheiße. Ja? So, aber ich tue mich da immer schwer, das zu werten. Ja. Ja, ich finde, man kann das schon werten. Also, wir können es halt nach unseren Maßstäben werten. Ja, und auch menschlich kannst du es einfach werten. Unabhängig jetzt vom Maßstab des Westens, sondern einfach so, das ist so oder so scheiße, wenn Leute irgendwie weggesperrt werden, weil sie eine andere Meinung haben. Das finde ich, klar, es ist ein westlicher Wert irgendwie so, den wir zumindest für uns, also wir sagen... Wir nehmen das für uns in Anspruch. Wir nehmen es für uns in Anspruch irgendwie. Aber das ist ja trotzdem, ich glaube, da würde jeder... sagen, das ist scheiße, wenn Leute in irgendein Arbeitslager müssen oder sowas, ne? Absolut. Was ich halt finde, ist, ganz oft geht mir, pass auf, da kommt irgendeine News, oppositioneller XYZ in Russland ist jetzt in Haft. Mhm. Ja? Also ich kenne den Typ gar nicht. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Genau. Ja? Das natürlich, erstmal bekommst du gleich, oh Moment, das ist der gute Oppositionelle und nur weil er jetzt was Falsches gesagt hat, wird er weggesperrt. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ja. Ja? Also ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Genau. Ja? Also nicht, dass ich das gutheißen will, ja? Ja, ja. Aber mir fehlt einfach das Hintergrundwissen dazu, um das überhaupt beurteilen zu können, warum irgendwelche Leute aus welchen Gründen inhaftiert werden. Mhm. Ja? Ja, wenn man sich so die pure Masse anschaut von Leuten, ist ja ähnlich wie in der Türkei. Ja? Wenn man sich so die pure Masse anschaut, was da passiert, kann man generell sagen, das ist schon irgendwie scheiße. Ja? Mhm. Im Detail kann ich das nicht beurteilen.
Und ich tue mich auch schwer, mir anzumaßen, das beurteilen zu können. Ja? So, und deswegen ist halt so, okay, man, so nach Dieter nur, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Mhm. Ja, so, ich weiß es halt nicht. Ja? Ja. Ganz prinzipiell, ja, wenn jemand unschuldig inhaftiert wird, ist das abzulehnen und zu verurteilen. Ja? Aber ganz oft weiß ich es halt, ich weiß es halt wirklich einfach nicht. Ja, und es ist halt die Frage, was heißt unschuldig? Was heißt unschuldig? Ja. Was heißt unschuldig? Ja. In welchem Rechtssystem nach ist was schuldig? Nach welchen Gesetzen, nach welchen, genau. Ja, gut, vielleicht ist geltendes Recht da anders da. Genau. Ja, also sehr wahrscheinlich ist geltendes Recht da anders da. Ja. So, okay. Und dann wurde er nach geltendem Recht gesetzesmäßig verurteilt. Ja. Okay, also kritisieren wir die Gesetze in Russland. Ja. Puh, das ist dann ein ganz schwieriges Thema irgendwie. Ja, ja, ist wirklich halt sehr komplex, ja. Also wir sind halt alle sehr schnell damit zu sagen, oh, das ist aber scheiße. Und was da passiert, ist aber blöd. Gell? Wirklich wissen tun wir es so, ja, so richtig gar nicht. Aber weil ich mich auch nicht so intensiv damit beschäftige. Ja. Natürlich, wenn man jetzt so richtig einsteigt, hätte man wahrscheinlich einen höheren Detailgrad an Wissen, um das zu beurteilen. Gell? Aber ich mag es nicht, ich vermute, ihr macht es auch nicht. Gell? Und ich glaube, die meisten, die jetzt so ein ganz oberflächliches Wissen dafür haben, machen das auch nicht. Glaube ich auch. Ja, so eine gewisse Meinung bildest du dir schon nach deinen Maßstäben. Ne? Ja, genau. Du siehst es, sag jetzt mal, du liest nur die Schlagzeile, bildest dir schon mal deine Meinung. Mhm. Aber wie Andi sagt, was war der Hintergrund, warum, wieso, wirst du wahrscheinlich auch nie erfahren. Mhm. Weil unsere Blätter nach unseren Maßstäben die Berichte meistens schreiben. Genau. Klar. Wir konsumieren nun mal westliche Medien. Ja. Ja? Punkt. Das ist unsere Information. Wie die Prenzler das schreibt, ist wahrscheinlich ganz anders. Ja, aber zu denen sagen wir denen ja, die sind sowieso korrumpiert. Ja? So was hier irgendeine russische Zeitung schreibt, das können wir nicht für ernst nehmen. Warum? Hm. Die Russen denken wahrscheinlich, okay, man, das, was die Frankfurter Rundschau schreibt, das ist vom Westen korrumpiert. Weißt du? Was die schreiben, stimmt nicht. Das sagen die Russen dann. Ja? Hm. So, wo ist denn die Wahrheit? Alles Lügenpresse. Alles Lügenpresse. Ja, ist halt schwierig. Aber ist ein guter Punkt. Ich meine, es sagen ja dann auch im Beispiel Corona so sagen die Leute auch in Deutschland Lügenpresse. Genau. Also selbst in Deutschland scheint es die Meinung zu geben, die Presse ist nicht irgendwie der Wahrheit verpflichtet. Ja. Aber es gibt natürlich auch keine universelle Wahrheit. Nein. Das kommt ja noch dazu. Ne? Es ist ja nicht so, dass das Gott gegeben ist. Nein. Also. Und Gott beschütze uns vor Leuten, die behaupten, sie haben die absolute Wahrheit. Ja. Genau. Das haben wir zumindest in der Vergangenheit gelernt. Ja, also schwer aufzulösen. Gell? Also so, was ich mit am Anfang sagen wollte, dieser Eklat mit dem Marineinspektor, das hat die Lage jetzt nicht gerade besser gemacht. In den Verhältnissen Westen, Osten, Russland, Deutschland, NATO. So. Das war jetzt kein richtig geiler Dienst, den uns der Herr Marineinspektor da erwiesen hat. Meint ihr, der Schröder erweist uns einen guten Dienst? Solche Leute, die zwar vielleicht aus egoistischen Motiven irgendwie wirtschaftlich und sonst was darüber gehen, aber trotzdem irgendwie natürlich auch Deutschland irgendwie verbunden sind? Ich weiß nicht. Ich meine, der Schröder war mal das höchste Tier hier. Ja, ja. Ist er nach Russland? Oder? Ja. Also, er arbeitet eng mit den zusammen, sag ich mal. Ja? Ja. Pff, weiß nicht. Also ich glaube ehrlich gesagt, er erweist uns einen besseren Dienst. Und auch das sage ich jetzt aus reiner amateurhafter Beobachtung. Ja? Wobei ich da wahrscheinlich mich ein bisschen mehr informiert habe, wie jetzt mit irgendwelchen russischen Oppositionellen. Also ich glaube, dass jemand wie Gerhard Schröder, der sehr eng mit Russland verbunden ist und aus unserer Sicht zu eng mit Russland verbunden ist und mit den dortigen Konzernen, uns einen besseren Dienst erweist, was das Thema Völkerverständigung angeht, wie irgendwelche Militärs oder irgendwelche Sanktionen oder sonst irgendwas. Weißt du, wenn so jemand wie Gerhard Schröder zum Tee bei Putin eingeladen ist und die da zwei Stündchen sitzen und sich unterhalten, glaube ich, ist dort eine ganz andere Atmosphäre, werden ganz andere Themen und findet eine ganz andere Art von Kommunikation statt, wie dass das auf so einer politisch-offiziellen Ebene stattfinden kann. Ja. Und ich glaube, wenn so jemand prinzipiell so, ich meine, Gerhard Schröder repräsentiert nicht mehr Deutschland, ja? Aber er ist nun mal der alte Bundeskanzler, ja? Er hat einen gewissen Ruf überall in der Welt und er ist Deutscher. Ja? Und ich glaube prinzipiell, dass so jemand in Russland aktiv ist, wenn auch aus egoistischen Interessen, es trotzdem ein besserer Dienst ist, wie vieles andere, was so passiert. Glaube ich nämlich auch, ja.
glaube, Verständigung ist das A und O. Ja. Ähnlich ist es ja mit unserem ehemaligen Außenminister, Sigmar Gabriel, der ja auch oft im Osten unterwegs ist. Mhm. Ja, ich glaube, auch so jemand tut uns einen viel besseren Dienst, was so Verständigung angeht, wie vieles andere, was so ganz offiziell passiert. Ja, also, ich glaube, das ist effektiver im Endeffekt. Weil du auch gemeint hast, Globalisierung, Wirtschaftssysteme und so weiter, ja, Geld regiert die Welt. Ja? Ja. Und ich glaube, wenn westliche Konzerne und Konzerne im Osten miteinander zusammenarbeiten, wie auch immer geartet, ist das auf jeden Fall schon mal eine Art Zusammenarbeit, es ist schon mal eine Art Partnerschaft und es ist alles ist besser, wie jetzt nur so zwei Fronten aufzubauen und gegeneinander zu sein. Glaube ich auch. Und klar, die Jungs machen Geschäfte. Fährt jeder sein Schärflein ein, gell? So ist es nun mal. Ja. Finde es trotzdem nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja. Ja, ich auch. Aber gut, wissen tun wir es nicht, aber es ist jetzt nur so subjektiv gefühlsmäßig, gell, wo ich sage, ich finde es nicht schlecht irgendwie. Aber ich meine, Gerd Schröder wird ja deswegen hier in Deutschland oft dafür gescholten. Ja, klar. Wie kann der nur mit dem bösen Russen zusammenarbeiten? Ja, ich finde hauptsächlich wird er dafür gescholten, dass man eben, dass er so unverhohlen einfach im Endeffekt, dass man merkt, es geht ihm nur um die Kohle. Ja. Punkt. So, das ist zumindest mein Eindruck. Aber zumindest ehrlich. Ja. Er macht ja auch keinen Hehl draus. So, ja. Großartig. Ja, genau. So, ja. Also, kann ich eher respektieren, wie so Leute, die so Hinterrücks irgendwie versuchen, aller Maskenaffäre in Bayern, gell, die dann so Hinterrücks versuchen, irgendwie ein Business zu machen, ohne es offen zu legen irgendwie, gell, oder irgendwelche Parteigelder spenden, die irgendwo geflossen sind und die sind nicht offengelegt und so weiter. Das finde ich viel beschissener, ehrlich gesagt. Ja. Weil es wirft alles kein gutes Bild auf die Politik irgendwie. Ja. Dann doch lieber so, gell? Du bist raus aus dem Game. Ja, okay. Mach jetzt mein eigenes Ding. Mach jetzt mein eigenes Ding, gell? Ich finde es natürlich immer schwierig. Also was ich schwierig finde persönlich, was wir ja oft in der deutschen Politik haben, ist Leute, die bis gestern noch Minister waren und dann einen Tag später bei irgendeinem Konzern anfangen als irgendein Vorstandsmitglied von irgendwas, ja, wo klar ist, dass davor schon Verbindungen gegeben hat, weil es hat immer einen ganz fahlen Beigeschmack irgendwie. Gell? Das finde ich viel schwieriger. Ja, aber ich denke mal, so von so einem Gerhard Schröder erwartet man halt einfach anderes. Weil er halt Kanzler war, genau. Steht hinter Deutschland, auch wenn er den Job nicht mehr hat, dass er immer noch hinter Deutschland steht und nicht den bösen Russen. Mhm. Das ist das einfach, was die Leute ankotzt. Ja. Aber kann gut. Ich auch verstehen. Ne? Hat auch einen Geschmack trotzdem. Aber Geschmack. Es wird jeder genauso machen, wahrscheinlich. Wenn es die Chance bietet und du Kohle dann. Ja, komm. Weiß ich nicht. Bei der Merkel kann ich es mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann es jeder machen. Kommen wir mal in 10 Jahren, gell? Ja. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber die kommt sehr integer rüber. Die kommt sehr integer rüber und die kommt auch. Guck mal, für mich hat auch Angela Merkel in der Öffentlichkeit ein ganz anderes Bild wie ein Gerhard Schröder. Ja. Ein Gerhard Schröder, der ist immer rumgezogen, Bier, Zigarre, Lebemann. Ja. Das ist so, gell? Angela Merkel, Mann, die sieht für mich so, die ist eher bieder. Mhm. Ja? So ein bisschen, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Wobei ich es witzig finde, dass Leute, Weggefährten von ihr gesagt haben, dass sie privat total witzig sein muss, lustig und so. Das kann man sich irgendwie fast gar nicht vorstellen. Gar nicht. Also, ey, man kennt sie ja nicht wirklich. Ja. Gell? Wer weiß, Mann. Mhm. Wer weiß, was bei denen zu Hause abgeht, gell? Vielleicht ist die voll die Witzkanone und läuft den ganzen Tag kichernd durch die Küche. Durch die Küche. Mehr war das nicht. Ja. Ja? Ja. Nee, aber stimmt, das kann ich mir bei Angela Merkel auch nicht vorstellen. Ja. So gesteckt. Ja. Und das wünscht man sich ja eigentlich. Auch wenn es, wie wir gerade gesagt haben, vielleicht eher positiv ist, dass es auch so Leute wie ein Schröder gibt. Ja. Aber an sich wünscht man sich ja von einem Altbundeskanzler irgendwie, dass der ja Integrität hat irgendwie und so, ne? Ja. Aber gut. Geht im Menschen wie die Leute. Ja. 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 Ist halt generell die Frage, was Leute bereit sind für Geld zu tun. Genau. Wie wichtig ist dir Geld? Oder was, Macht. Oder Macht. Was bist du bereit dafür zu tun? Mhm. Ja. Also ich glaube nicht, weil du gemeint hast, so, das würden alle so machen. Bin ich mir nicht sicher. Mhm. Ja. Ich glaube trotz alledem, dass wir auch in der Politik Leute haben, die das der Sache wegen machen und nicht nur wegen Macht, Geld und Einfluss dort sind. Ich glaube auch ehrlich, dass dort Leute gibt, die etwas bewegen wollen. Zum Guten, jetzt vielleicht nicht hundertprozentig altruistisch, ja, so, aber ich glaube schon, dass da genügend Leute sind, die an der Sache interessiert sind, ja, und nicht vordergründig nur an Geld und Macht.
Aber natürlich, das wird da alles in einen Topf geschmissen. Ja, ist das schwer, sich abzugrenzen, glaube ich, weil die Politik eh einen schlechten Ruf hat gerade. Das stimmt. Aber ich finde, man merkt schon, also vielleicht ist es auch subjektiv natürlich, aber ich finde, man merkt schon relativ schnell den Leuten an, auch so aus den Medien und so, unabhängig jetzt, was die Berichterstattung ist, sondern einfach so das Auftreten. Wenn ich mir zum Beispiel eine Baerbock angucke, denke ich mir, alter Schwede, also Integrität null. Ja. So, vom Gefühl her. Mhm. Ne? Hauptsache Macht, Hauptsache scheißegal, was der Rest sagt. Hauptsache, ich kriege meinen Posten, den ich wollte, auch wenn ich total unqualifiziert bin eventuell. Ja. Mir egal. Hauptsache, ich habe den Posten, den ich wollte. So, ne? Das ja, so ja diese, total. Ja. Ja. Ich meine, du hast natürlich so Paradexemplar. Ich sage erst mal, wo man sich direkt bildlich vorstellen kann, wie die eigentlich sind, was die wollen. Ich sage jetzt nur mal so Söder, Kubicki. Gell? Das sind so Leute, wo ich sagen würde, ey, die sind auf jeden Fall gefühlsmäßig auf ihren eigenen Vorteil bedacht und an Macht interessiert, an Einfluss interessiert, an Geld interessiert. Das ist meine Einschätzung. Mhm. Es gibt auch eine ganz andere Liga von Politikern, wo ich denen das erstmal vordergründig nicht, denen das man nicht so anmerkt. Ja, ich finde zum Beispiel, man kann sich sehr täuschen. Ich zum Beispiel habe mich sehr, sehr getäuscht im Fischer. Ja. An den habe ich auch gerade gedacht. Weil der hatte so eine Meinung, die könnte man vertreten, das war super, den hat, der hat, ja, und dann? Genau, 180 Grad irgendwie. Ja, aber was findest du so schlecht an Joschka Fischer? Naja, das, was ich dann irgendwie nachträglich nur mitbekommen habe, war einfach, also klarer Grüner irgendwie und dann hinterher Porsche fahrender Lebemann, so mäßig. Ne? Das ist jetzt einfach mal so plakativ irgendwie. Ja. Und das fand ich schwierig. Es passt dann einfach nicht zusammen. Ja. Also, Punkt. Also ist er dann so ein Cem Özdemir, der mit dem Fahrrad zum Bundestag fährt, lieber? Ja, definitiv. Obwohl es natürlich, obwohl vielleicht Joschka Fischer in der Sache viel mehr erreicht hat als ein Cem Özdemir. Unabhängig davon, dass er selber Porsche fährt und ein Lebemann ist. Ja, aber trotzdem mehr erreicht hat vielleicht. Ja, das ist jetzt mal außen vor, aber einfach nur so von den Respekt, in Anführungsstrichen, den ich ihm zolle, das der Joschka Fischer war ja auch eher so, als er im Amt war, noch pro, ich sag ja mal, pro Umwelt, Grün und so weiter. Ja. Und dann danach irgendwie nicht mehr. Das heißt, entweder, keine Ahnung, hat er irgendwas im Leben erlebt, was ihn 180 Grad hat wenden lassen, oder er hat es halt nur vorgegaukelt die ganze Zeit. Das finde ich schwierig. Und beim Cem Özdemir kann ich mir nicht vorstellen, dass der auf einmal anfängt, Porsche zu fahren. Ja, das ist jetzt ein plakatives Beispiel, der Porsche, ne? Aber so vom Prinzip her kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und das ist mir irgendwie dann doch lieber, wenn man in Anführungsstrichen nicht enttäuscht wird von den Leuten. Ja, also ich finde es bei so einem Joschka Fischer schwierig, weil man natürlich auf eine extrem lange politische Laufbahn zurückblickt. Und ich ihm auch zugestehe, dass, ich sage jetzt mal den Joschka Fischer, in den 70er und 80er Jahren, Startbahn West, Demonstrationen, Steine werfen und so weiter, zu dem Joschka Fischer heute. Mhm. Ja. Also ich gestehe so jemandem einfach auch zu, dass man im Laufe der Zeit, im Laufe des Alters sich verändert. Mhm. Ja. Und vielleicht andere Ansichten einnimmt, wie noch vor 20 oder 30 Jahren. Das gestehe ich ihm erstmal zu. Mhm. Ja. Also deswegen sehe ich das nicht ganz so kritisch wie du, ja, weil ich glaube auch, dass jemand, der dann, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt Joschka Fischer ist, sagen wir mal 70, ja, dass du mit 70 jemand anderes bist wie mit 20. Ja, klar. Ja. Finde ich ehrlich gesagt jetzt nicht mal so kritisch, weil ich durchaus das würdigen kann, was er während seiner politischen aktiven Zeit geleistet hat. Mhm. Ja. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen altersmilde, wo ich sage, ja, okay, Mann, Alter, du hast dir jetzt 30 Jahre lang den Arsch aufgerissen. Mhm. Ja. Mach, alles gut. Ja. Ja. Finde ich nicht so schwierig wie andere Leute, die jetzt schon zu politisch aktiven Zeiten einfach teilweise mehrfach ineinander 180-Grad-Wenden hingelegt haben, die dann ganz komisch sind. Gell? Also ich weiß, was du meinst, das ist natürlich schwierig zu vereinbaren, aber so. Das eine ist halt zum Verrat an den Grundwerten irgendwie ist, ne? Wenn man es mal so ausdrücken will. Das ist irgendwie komisch einfach, ne? Oder schwierig. Aber ich fand, der kam halt so ehrlich zu seiner Politik rüber. Genau. Also der Joschka stand für das, was er tut. Ja. Und das hat er gemacht. Und dann wirklich so, ja klar, man ändert sich. Aber will auch nicht in Abrede stellen, was er Gutes getan hat. Aber da merkt man es halt ganz krass, finde ich. Ja. Aber ja. Ja. Abschließend, Rafael González, was sagen wir dazu? Genau, was sagen wir noch zur Zigarre? Also erstmal, ich fand die sehr gut. Ja. Ich fand die sehr gut.
tolle Konstruktion, toller Zug, schöne Abbrand, schöne Asche. Sehr mir zu mild, ehrlich gesagt, so summa summarum, aber tolle, volle Geschmacksentwicklung. Richtig geile kubanische Zigarre, muss ich sagen. Mein Abbrand war mal ein bisschen schief an einer Stelle, aber ansonsten geil, schmeckt auch sehr gut. Ja. Ja, also fand eine gute Zigarre. Ja. Könnten wir öfter rauchen, haben leider nur noch 5. Ja, ich fand konstruktionsmäßig war die echt top, aber Geschmack hat meinen Geschmack nicht getroffen, sagen wir mal so. Mhm. Halt ein sehr spezieller Geschmack. Mhm. Aber gute Zigarre, auf jeden Fall. Also Wertung, bei mir eine gute 6. Ich würde eine sehr gute 7 geben sogar. Ich gebe eine 8. Cool. 6, 7, 8. Mhm. Also sehr überdurchschnittlich. Ja. Yep. Cool. Na dann. Gut, auch heute haben wir die politische Wirklichkeit nicht verändert. Aber wir haben unser, Bestes gegeben. Ja? Kann man nichts sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr auf YouTube eingeschaltet habt. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr auf Spotify oder sonst wo unterwegs seid. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.